Eine der am häufigsten gestellten Fragen meiner Patreons lautet: Wie transferiere ich meine Crypto-Assets, zum Beispiel von Ethereum auf die Binance Smart Chain oder umgekehrt? Die schnellste und einfachste Methode, das zu machen, wäre die Binance Bridge. Da braucht ihr einfach nur auf binance.org zu gehen und dann hier auf Bridge klicken. Ihr werdet dann hier weitergeleitet, dann verbindet ihr eure MetaMask Wallet mit dieser Bridge. Und in meinem Beispiel möchte ich von Binance Smart Chain auf Ethereum wechseln und das mache ich dann mit BUSD. Dafür musst du erstmal das Netzwerk, von dem du senden möchtest, einstellen. Hier siehst du dann alle Netzwerke, die verfügbar sind. Ich möchte ja von der Binance Smart Chain senden und hier auf Ethereum. Es werden leider natürlich nicht alle Crypto-Assets unterstützt. Die ganz neuen Assets, die verfügbar sind, die frisch rausgekommen sind, die sind hier nicht. Da muss man sich noch gedulden. Ihr seht aber die, die hell hinterlegt sind, das sind die, die ihr senden könnt. Und die, die grau hinterlegt sind, eben nicht. In meinem Fall habe ich ja gesagt, ich möchte BUSD senden. Da könnt ihr euch einfach mal diese Liste durchgucken und dann seht ihr, ob das Crypto-Asset dabei ist, das ihr senden wollt oder eben nicht. Die meiste Methode, die da genutzt wird, ist einfach, dass man sagt, hey, ich möchte einen Stablecoin senden von der einen Chain zur anderen, da ich sage, okay, da kommt ein neues Projekt raus und in dieses Projekt möchte ich investieren und das am schnellsten und einfachsten einfach mit einem Stablecoin. In meinem Fall ist es jetzt der BUSD und dann möchte ich nur als Beispiel 100 BUSD senden. Und dann siehst du hier unten direkt, okay, das kostet mich 10 BUSD, das zu versenden und ich erhalte im Endeffekt 90 BUSD. Die Wallet ist dann direkt mit eingestellt. Es ist natürlich wichtig, dass ihr die Binance Smart Chain in eurer MetaMask Wallet eingestellt habt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, einfach mal reingucken, ist ziemlich schnell und einfach. Ansonsten könnt ihr hier von der Binance Smart Chain auch noch nicht mal etwas senden, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das Beispiel verstanden habt. Es ist natürlich genau dasselbe, wenn ihr es umgekehrt macht, von Ethereum auf die Binance Smart Chain. Das seht ihr natürlich, okay, ich habe jetzt auf meiner Ethereum Wallet keine BUSD, weswegen ich das jetzt nicht senden kann. Wir machen das jetzt hier, das läuft halt genau andersrum, genauso. Dann hier einfach auf Next und dann wird diese Frage gestellt. Du musst Token an eine Adresse einzahlen, die von Binance Bridge bereitgestellt wird. Wie wirst du die Transaktion abschließen? Und da hast du die Auswahlmöglichkeit, ihr werdet Token von Binance.com senden, ich werde Token von anderen zentralen Börsen an Binance.com senden, ich werde Token von einem Smart Contract senden und ich werde Token von einem eigenen Wallet senden. Und hier einfach die vier dann auswählen und dann siehst du hier dieses Endfenster. Siehst du dir dein Asset, die Wallet, in die es kommt, das ist halt eben deine eigene, ist einfach nur eine andere Chain. Und hier siehst du die 10 BUSD Netzwerk-Fee. Und dann siehst du hier, okay, die 90 werden dann da sein. Und dann brauchst du eigentlich nur noch hier die Terms of Use halt eben bestätigen und confirm. Und dann wird das rüber gesendet. Also wirklich simpel und einfach. Und umgekehrt geht das dann eben mit Ethereum und Binance Smart Chain auch. Ich werde es jetzt mal nicht machen. Ich brauche jetzt Ethereum, auf Ethereum keine BUSD. Aber so funktioniert das. Also wirklich simpel und einfach. Die kompliziertere Variante wäre, wenn ihr sagt, hey, ich möchte oder ich sende nach, also ich sende meine BUSD oder USDT nach Binance direkt und von Binance wählt ihr dann die Binance Smart Chain aus, ne? BEP wählt eure Crypto Asset aus und dann könnt ihr es auch dorthin senden. Ist natürlich ziemlich unnötig, diese ganzen Schritte, wenn ihr hier einfach die Möglichkeiten habt, ja. Also von daher einfach die Binance Bridge benutzen, dann fahrt ihr da wirklich am sichersten und am einfachsten. Okay, das soll es mit diesem ganz kurzen Tutorial gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten, Leute. Ciao.